Gute, das geht an alle Feuerwehrleute, an den zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienst und die Verkehrsüberwachungskräfte. Weil mein Kumpel, der Manfred Krämer, unser anderer ehrenamtlicher Vertrauensleutesprecher und ich, der Uli Boland, normalerweise bei euch am Heiligabend vorbeikommen, um uns bei euch im Namen von der Verdi Betriebsgruppe, aber auch im Namen vom Personalrat kräftig zu bedanken. Weil ihr schiebt am 24.12. am schönsten Feiertag Dienst, könnt nicht bei der Familie sein, ihr seid auf den Wachen, um dafür zu sorgen, dass das bürgerliche, gesellschaftliche Leben in unserer schönen Stadt weitergeht. Und dafür ganz brutal herzlichen Dank. Und weil wir dieses Jahr nicht zu euch kommen können, wegen Pandemie, haben wir uns also überlegt, ihr kriegt jetzt als Dankeschön von mir eine kleine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Also macht's euch bequem, es geht los. Da ist nichts zu machen. In der Zentrale der Feuerwehr läutet das Telefon. Es ist 3 Uhr in der Früh. Erich, der junge Feuerwehrmann, der Nachtdienst hat, hebt den Hörer ab. Er ist 22 Jahre alt. Hier Feuerwehr, Notruf? Niemand meldet sich. Doch er hört schwer atmen. Und dann eine aufgeregte Frauenstimme. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht aufstehen. Ich liege im Blut. Beruhigen Sie sich, sagt Erich. Wir kommen gleich zu Ihnen. Wo sind Sie? Ich weiß es nicht. Sind Sie nicht zu Hause? Ja, ich glaube schon. Wo ist das? Welche Straße? Ich weiß es nicht. Mir wird schwindelig. Ich verliere Blut. Gut. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss auf den Kopf gefallen sein. Bleiben Sie bitte am Apparat. Erich geht zum zweiten Telefon und ruft schnell die Post an. Eine Männerstimme meldet sich. Bitte, sagt Erich, können Sie mir die Telefonnummer geben, die gerade jetzt mit der Feuerwehrzentrale verbunden ist? Nein, das kann ich nicht. Ich bin hier der Nachtwächter und kenne mich mit diesen technischen Dingen nicht aus. Und heute, am Samstag, sind die zuständigen Leute nicht zu erreichen. Erich hängt ein. Da fällt ihm etwas anderes ein. Er fragt die Frau, wie haben Sie überhaupt die Feuerwehrnummer gefunden? Sie steht auf dem Telefon geschrieben. Ich muss es beim Hinfallen mitgerissen haben. Schauen Sie nach, ob Ihre eigene Nummer auch draufsteht. Nein. Sonst ist nichts drauf. Aber bitte kommen Sie schnell. Die Stimme wird immer schwächer. Sagen Sie, was sehen Sie aus Ihrer Lage? Ich sehe das Fenster und die Straßenlampen draußen. Aha, denkt Erich. Sie wohnt auf der Straßenseite und kann höchstens im zweiten Stockwerk sein, wenn sie noch die Laterne sieht. Wie ist das Fenster? Forscht er weiter. Ist es viereckig? Nein, es ist hoch. Also denkt Erich, muss sie in einem Altstadtviertel wohnen. Brennt das Licht in ihrem Zimmer? Ja, das Licht brennt. Erich will weiterfragen, aber es kommt keine Antwort mehr. Die Zeit drängt. Was kann man tun? Erich ruft vom Nebenapparat den Feuerwehrhauptmann an. Er legt ihm das Problem vor. Der Hauptmann meint, da ist nichts zu machen. Wir können die Frau unmöglich finden. Und übrigens, schimpft er, ist die Hauptleitung der Feuerwehr durch diese Frau andauernd belegt, wenn es nun irgendwo brennt. Erich will nicht aufgeben. Bei seiner Ausbildung hat er gelernt, die erste Pflicht der Feuerwehr ist, Leben zu retten. Plötzlich hat er einen verrückten Einfall und sagt ihm seinem Chef. Aber der Hauptmann schreckt zurück. Das ist Wahnsinn. Die Leute werden meinen, ein Atomkrieg sei ausgebrochen. Mitten in der Nacht, in so einer großen Stadt. Bitte, sagt Erich beschwörend, wir müssen schneller handeln, bevor es zu spät ist. Am anderen Ende des Drahtes herrscht Stille. Dann hört Erich, gut, wir machen es. Ich bin gleich da. Eine Viertelstunde später fahren 20 Wagen der Feuerwehr mit heulenden Sirenen in die Großstadt hinaus. Jeder hat einen bestimmten Bezirk der Altstadt
kreuz und quer zu durchfahren. Die Frau meldet sich nicht mehr, aber Erich hört noch ihren Atem. Nach 10 Minuten ruft Erich: Jetzt höre ich eine Sirene aus dem Hörer. Gleich darauf spricht der Hauptmann durch seine Funkanlage: Auto Nummer 1, Sirene abstellen. Er schaut zu Erich. Ich höre die Sirene immer noch, sagt der Junge. Auto Nummer 2, Sirene abstellen. Beim 12. Auto sagt Erich triumphierend: Jetzt hat die Sirene aufgehört. Der Hauptmann gibt den Funkbefehl: Auto Nummer 12, Sirene wieder anstellen. Erich meldet: Ich höre sie wieder, jetzt wird es aber leiser. Auto Nummer 12, umkehren, spricht der Hauptmann. Kurz danach Erich: Es wird stärker, es ist ganz laut, es muss die Straße sein. Auto Nummer 12, schauen Sie, in welchem Fenster das Licht brennt. Es schnarrt zurück, es brennen hunderte von Lichtern. Die Leute sind alle an den Fenstern. Benutzen Sie Ihre Sprechanlage, befiehlt der Hauptmann. Erich hört durchs Telefon den Lautsprecher. Meine Damen und Herren, wir suchen eine Frau, die in Lebensgefahr schwebt. Ihr Licht ist angezündet. Bitte schalten Sie alle Ihre Lichter aus. Die Lichter erlöschen. Nur ein Fenster bleibt erleuchtet. Erich hört, wie gleich danach die Tür aufgebrochen wird. Dann meldet sich eine Männerstimme am Telefon. Sie ist bewusstlos, aber ihr Puls schlägt noch. Wir bringen sie gleich ins Krankenhaus. Ich glaube, sie wird es schaffen. Ellen Thorndahl, so hieß die Frau, in Kopenhagen 1953. Sie hat es tatsächlich geschafft und überlebt. Sie kam wieder zu Kräften. Nach einigen Wochen ist ihr Gedächtnis zurückgekommen. Frohes Fest und Dankeschön.